So, da sind wir und weiter geht es mit Dying Light 2. Ich finde das geil. So, wir sind hier und wir sollen jetzt zu Sophie gehen, ne? Sophie. Oder? Fertigung. Können wir noch was fertigen? Molotow-Cocktail, ne? Können wir das erstellen, da brauchen wir Teile, Stofffetzen. Aha, und Alkohol. Okay, haben wir schon mal ein Molly mit, ne? Ist doch schon mal was. So, ich wollte mal gucken. Inventar, Fertigung, Tagebuch, da Überfall. Treffen Sie sich mit Sophie, genau. Und die ist irgendwo da in diese Richtung. Warte. Da in diese Richtung, ne? Aber ich habe gesehen, da gibt es sogar so ein Windrad, ne? Vielleicht können wir das auch mal aktivieren. Das ist ja direkt daneben. Einfach nur geradeaus jetzt. Da hoch kann er nicht, ne, oder? Okay, das sind böse, die da hinten, ne? Was ist das denn für ein Behälter hier? Da waren wir schon, oder? So, da ist das Windrad, ne? Denk, wo ist hier so ein Behälter, ey? Ich dreh langsam durch. Ist das der da unten hier? 14 Meter? Na genau, das wollte ich doch mal gucken. Wir können auch sowas fertigen hier, ne? Nein, guck mal, null. Oh, Honig haben wir nicht, ne? Okay. Ah ne, wir haben Honig, doch. Mach mal ein paar ruhig, echt. Die werden wir immer wieder gebrauchen. So, zack. So, bis nicht mehr geht. 10 Stück. Siehst du, ist doch schon mal okay. Zack. Können wir uns einen direkt geben, meinst du? Ha! So, trotzdem wollte ich jetzt darüber. Jetzt bist du mehr Ausdauer, ne, oder? Durch diesen Punkt, den wir jetzt... läuft schon irgendwie flüssiger. So. Warte mal. Sollen wir das jetzt machen mit dem Windrad? Können wir bestimmt hier rüber. Was? Alarm, meint er? Oh, das hast du schon gemacht. Das sieht mir kompliziert aus. Wir müssen jetzt auf das Kleine und dann... Hä? Wie soll das denn gehen? Achso, jetzt. Dann hier. Und jetzt hier runter. Und dann zur Treppe springen, ne? Ist klar, Leute. Somit haben wir das auch aktiviert, ne? Haha!
So sieht die Sache aus. Ja, geil, haben wir das auch noch, ne? Sehr, sehr nice. Windradweide, Parcours, hast du nicht gesehen? So, unsere Quest ist auch zufällig da in dieser Ecke. Sicherheitszone, bam, 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 bumm, UV, Versteck, alles, haben wir alles freigeschaltet. Da ist das schön grün. Ist aber noch eine Quest irgendwo oder ein Fragezeichen? Nebenquest, aha. Nein, wir wollen zur unsere Quest und deswegen springen wir hier rüber. Einmal runter. Zu unserer Hauptquest. Sieht mir nicht danach aus. Warte, ich klau erstmal hier ein bisschen. Das braucht ihr doch alles nicht, ne? Komm schon. Federn. Was war das andere? Antiseptische. Hast du nicht gesehen? Federn? Okay. Müssen wir die alle jetzt platt machen, bestimmt, ne, oder? Die sehen mir so danach aus. Hallo, Herman. Wo ist Sophie? Warum warst du nicht bei der Mission? Deine Freunde hätten dich gebraucht. Okay. Das heißt wohl, ich soll hier warten. Träumt er wieder? Volle Träume, ey. Baby! Mia? Folge der Stimme. Eddie, hier! Mia? Aiden, was ist denn los mit dir? Mia, wo bist du? Mia? Oh nein! Was? Nein! 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 Es ist nur ein Traum. Überfall. Jack und Joe werden dafür zahlen, was sie getan haben. Ich hatte von Anfang an ein ungutes Gefühl dabei. Ich wusste, Karls Plan ist scheiße. Und trotzdem habe ich ihm die Führung überlassen. Reg dich nicht so sehr auf. Was jetzt? Und wie lautet der Plan? Von nun an folge ich meinem Bauchgefühl. Unter meiner Führung wird sowas nicht nochmal passieren. Wenn du dich ein bisschen mehr beeilt hättest, wären vielleicht noch mehr unserer Leute am Leben. Ich dachte, ein Pilger wie du kann rennen wie eine verfickte Gazelle. Barney, halt den Mund! Was? Was will der denn? Gleichzeitig geholfen, würden wir jetzt Party machen und keine Trauerfeier. Hallo? Falls du deine Meinung änderst. Miese Peter. Er kann echt nerven. Aber eines Tages werden wir etwas Gutes für diese Stadt tun. Okay. Birdie, auf dich! Du und Birdie, ihr standet euch nah, oder? Er versuchte sich als Dichter, zeigte mir immer seine Werke und sagte, die anderen wären zu dumm, um sie zu verstehen. Hab ihm nie gesagt, wie schlecht sie waren. Er war ein guter Junge. Ich nahm ihn in die Gruppe auf, nachdem er in einer Dark Zone seinen Vater verloren hatte. Er war 10 Jahre alt. Ja, das ist ziemlich jung. Zu jung, aber er hatte sonst niemanden. Also nahm ich ihn auf.
Wenn du es schaffst, diese Banditen zu erledigen, ne? Jack Arsch und Joe Loch. Glaubst du, die Herren Arsch und Loch umzulegen wird irgendwas ändern? Der Tod ändert normalerweise schon etwas im Leben eines Menschen. Karl hatte Unrecht. Wir hätten sie gleich verfolgen sollen. Aber Recht oder Unrecht, wir müssen ihm helfen. Er ist einer von uns. Wir retten ihn und beschaffen die Kristalle von Jack und Joe. Außerdem werde ich sie nicht mit dem Mord an meinen Leuten davonkommen lassen. Ralph, Susie, Logan, Birdie, sie verdienen Rache. Und Jack und Joe ein Todesurteil. Also werden sie sterben. Dein Funkgerät. Ja, rauscht manchmal. Geh zu Alberto. Er kann solche Sachen sofort reparieren. Danke. Der Alberto, der macht das schon. Peter hier. Hauen Sie ab, aber sorgen Sie dafür, dass Sie niemand sieht. Ihr zwei gebt ein hübsches Paar ab, Aiden. Ich bin auf dem Dach in der Nähe. Wir müssen reden. Jetzt. Es geht um Ihr Leben. Ich reiß den DK raus. Die Begegnung fehlgeschlagen. Warum das schon wieder? Ich schlitz sie auf. Ist das irgendwie so ein Bug ganz oder was? Langsam. Stück für Stück. Für Ralph, Susie und Birdie. Für unsere Crew. Da unten soll ich rüber oder was, ne? Das ist ein Heuler. Was? Wer war das denn? Hat mir jemand was geworfen schon wieder? Assis, ne? Was für Assis. Jetzt kann man echt nicht... Genau, jetzt haben wir wieder dieses Schild, ne? Jetzt kann man nicht über dieses Schild dahin. Oder habe ich mich einfach blöd angestellt? Jetzt rechts. Geh mal nach rechts. Rechts, rechts. Weiter, weiter. Da hochspringen. Das geht nicht, ne? Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Da fällt immer runter. Also müssen wir irgendwie anders da hoch. Komm, springen. Hoch. Gibt's auch tolle Sachen, ne? Oh, weia, oh, weia. Treffstoffbehälter erkannt. Ja, irgendwann finde ich den. Erstmal will ich alles hier mitnehmen. Kamille bauen wir auf. Dun. So, was ist denn los hier oben? Wollen Sie da nur rumstehen oder kommen Sie her? Ich will ja auch nur rumstehen. Das ist mein Plan. Geht nicht überall hoch, ne? Oh, schon wieder Tag. Aha.
cool, diese gelben Bäume. Irgendwo ist hier so ein Scheißbehälter, ne? So, das ist ein Versteck. Aha. Hier sagt ihr das immer, ne? Aber wo zum Teufel soll er denn sein? Unten irgendwo im Gebäude drin. Im Auto da. Da oben irgendwo. Kann man ja nirgendwo hoch. Also los, reden wir. Nein, ich will nicht mit dir reden. Red mit dir selbst. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Also. Reden wir mal mit denen. Was wollen Sie? Mir gefällt nicht, was hier vor sich geht, Aiden. Zuerst töten Jack und Joes Banditen Carls Leute. Jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag. Sie machen doch da nicht mit, oder? Nein. Sie sagten doch, ich soll ihr Vertrauen gewinnen. Ich werde Sophies Lager durchsuchen. Deshalb bin ich gekommen, um sie zu warnen. Gerüchte machen die Runde. Sie haben den Lazarus für mich gefunden. Sie könnten sie verdächtigen, ein PK-Spion zu sein. Sind Sie nur hergekommen, um mich zu warnen? Sie haben mir mit dem Lazarus geholfen. Und ich kümmere mich um meine Verbündeten. Sophie kämpft einfach nur um Wasser, das ist alles. Ich glaube nicht, dass sie misstrauisch ist. Glauben Sie das wirklich? Sie hasst die Peacekeeper. Sie gibt uns die Schuld, dem Basar nicht geholfen zu haben. Und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter. Wenn wir also anfangen, ihre Leute zu befragen, seien Sie lieber vorsichtig. Danke für die Warnung. Haben Sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch, wer Lukas getötet hat. Was soll sie auch sonst sagen? Die wissen, wenn wir beweisen können, dass Sie Lukas getötet haben, gibt es ein Blutbad. Finden Sie von Sophie heraus, wann sie den Angriff plant. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo Sie gerade sind. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Vertrauen Sie den Leuten des Basars nicht. Sie sind gefährlicher, als sie scheinen. Okay. Treten Sie der Gruppe bei. So, was gibt's hier? Da vorne, das haben wir schon freigeschaltet. Ja, dann gehen wir mal darüber, ne? Aber geben Sie Acht, Helden. Halten Sie still! Bleibt zusammen! Vertrauen Sie den Leuten des Basars nicht. Sie sind gefährlicher, als sie scheinen. Was mache ich gerade hier? Okay, ich soll den Leuten von Basar nicht trauen, meint er, ne? Also, ich gehe hier runter. Das hat hier Shepard. Scheiße, nein! Ich mach dich kaputt! Die machen davor die Zombies kalt, ne? Irgendwo hoch. Sehr gut. Da gibt's nur so ein Versteck, ne? Okay, Versteck. Wir müssen eh in diese Richtung irgendwie.
kommt er nicht hoch. Da war. Es ist Zeit für uns. Sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Also. Papa, es ist noch früh. Das Ding. Ich brauche dieses eine Ding. Hey, hast du Sophie gesehen? Wo ist Sophie? Ja, sie ging. Sie meinte. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Warum? Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich's lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich weiß gar nicht, wie man Pilger wird. Ist keine große Sache. Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo, lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht, aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Und dass du ihn irgendwann findest. Okay. Sprechen Sie mit Sophie. Da ist sie doch, die Sophie. Mach dir keine Sorgen, was Sophie als nächstes tun wird. Hey, Sophie. Erzähl mal. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan. Ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdie. Ralph. Auf euch! Ich liebe euch! Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an. Wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Ach, meine Geschichten sind gerade nicht so wichtig. Ich verstehe. Ich erzähle meine nicht, dann erzählst du deine nicht. Gut. So meine ich's nicht. Ach nein?
Das ist eine alte Geschichte, die noch immer zahlreiche unbeantwortete Fragen hat. Bist du deshalb zum Pilger geworden, um diese Antworten zu finden? Du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus. Zumindest für mich nicht. Ja, weil du mich nicht kennst. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns noch mal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Alter, viel Gelaber, ne? Echt? Da wird viel geredet. Da wird viel kommuniziert. Das da hinten sieht jetzt aus wie Fallout. So, mit dieser Aussicht machen wir ein kleines Päuschen, ne? Und es geht gleich direkt weiter. Ich sage danke und bis gleich. Ciao, ciao.